Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer Buchvorstellung. Heute gibt es eine ganz besondere Buchvorstellung, denn es geht heute um zwei Bücher, denn ich habe den zweiten Teil direkt nach dem ersten gelesen. Und normalerweise mache ich ja keine Rezis zu zweiten Teilen, aber ich dachte, ich kann meine Meinung hier dann schon mal ablassen, weil es jetzt direkt so zusammenpasst. Primär soll es aber um dieses Buch gehen und dieses ist Wohin du auch gehst von Lisa Raven. Das ist der erste Teil von Bad Romeo und Broken Juliet und das ist der zweite Teil Ich werde immer bei dir sein. Und in diesem Buch geht es um Cassie. Und Cassie möchte Schauspielerin werden und bewirbt sich deswegen an einer Schauspielschule und ja, geht zu einem Casting und dort lernt sie einen jungen Mann kennen. Das ist Ethan. Und dieses Casting ist Ethans letzte Chance, ja, an dieser Schauspielschule angenommen zu werden. Und die beiden müssen eine Szene zusammen aufführen. Und bei dieser Szene merken sie gleich, dass da eine ganz bestimmte Chemie zwischen den beiden herrscht und so eine bestimmte Anziehungskraft einfach. Die beiden werden angenommen an der Schule, wie wir uns denken können, und treffen immer wieder aufeinander. Und ja, es entsteht so eine, ja, so eine Anziehungskraft, aber nein, doch irgendwie nicht. Er zieht sich zurück, er ist mysteriös und dunkel sozusagen, wie man es einfach klischeehaft kennt. Und ja, die beiden studieren dann zusammen. Das war vor 6 Jahren. Jetzt ist es so in der Gegenwart, dass Cassie ein Engagement erhält und er die Hauptrolle hat in einem Stück und ihr männlicher Gegenpart Ethan ist. Und sie auf Ethan überhaupt nicht gut zu sprechen ist, denn er hat ihr zweimal das Herz gebrochen und sie möchte mit ihm überhaupt nichts mehr zu tun haben. Sie findet es eigentlich überhaupt ganz furchtbar, dass sie jetzt mit ihm zusammen spielen muss. Aber er, ja, hat Interesse an ihr und möchte mit ihr sprechen über die Vergangenheit, aber sie möchte das nicht. Ja, und das ist jetzt mal so zum Inhalt, was ich eigentlich nur sagen möchte. Es ist einfach eine Geschichte, die aus zwei Zeitsträngen besteht. Also wir haben die Gegenwart, in der Cassie einfach total anti-Ethan ist und wir nicht wissen, was passiert ist. Und dann diesen anderen Zeitstrang, wo die beiden sich erst kennenlernen und wo sie sich verlieben lernen und wir ja miterleben, was eigentlich passiert ist, warum Cassie so verletzt ist. Ja, und dieses Buch ist bei Fischer erschienen, kostet 14,99 und hat, mich gucken, 486 Seiten oder nee, das ist der Leseprobe, 475. Und der zweite Teil ist auch bei Fischer erschienen, kostet auch 14,99 € und hat 400 irgendwas Seiten, so ungefähr. Ja, und schon alleine vom Titel her, Bad Romeo, Broken Juliet, Romeo und Julia ist ja absolut meins. Und deswegen war ich natürlich sehr, sehr gespannt darauf, die Bücher endlich mein eigen nennen zu dürfen. Ich habe sie nicht geschenkt bekommen zum Geburtstag, habe mich unglaublich drüber gefreut und ja, habe es dann angefangen zu lesen. Und ich muss sagen, also ich lege mal kurz das eine Buch weg. Ich muss sagen, dieses Buch, ich kriege immer noch so Ruhe und Schauer, wenn ich das irgendwie im Kopf habe, hat mich so, so überzeugt. Ich habe es richtig schnell gelesen. Ich war so drin in der Geschichte. Ich habe so mitgefiebert da drin. Ich war einfach total geflasht von dem ganzen Aufbau. Ich fand das mega cool, dass es so diese zwei Zeitstränge war und dass wir von Anfang an gesagt bekommen, dass er ihr das Herz bricht und nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Und man weiß es von Anfang an und du liest trotzdem diese Vergangenheit, wie sie sich verlieben, wie sie sich kennenlernen und du weißt eigentlich schon, wie es endet und trotzdem bist du komplett mit drin und glaubst eigentlich noch daran, dass es irgendwie gut wird. Und also ich war richtig drin, ich war richtig geflasht. Es hat mir so unglaublich gut gefallen. Es hat mein Herz zum Schlagen gebracht, es hat gekribbelt, es hat alles. Also ich war mega, mega, mega glücklich. Es hat allerdings nur in Anführungszeichen 4,5 Sterne bekommen. Also es war so, so richtig knapp an den 5 vorbei. Es gab einfach so ein paar Dinge, wo ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Das finde ich jetzt nicht so ganz so toll, was die da treiben und wie sie sich auch gegenseitig behandeln. Das war auch wirklich was, wo ich teilweise zur Weißglut getrieben worden bin. Das fand ich einfach nicht so vertretbar als meine Person. Ist ja alles fiktiv, ganz klar. Aber dennoch hat es mich trotzdem mitgecatcht und war, also gefühlsmäßig war ich sowas von 1000% drin und einfach 5 Sterne für dieses Buch gefühlsmäßig und also ich war einfach, wow. Ja, hat mich auf jeden Fall gecatcht, ich war mega begeistert davon und fand das einfach richtig toll und das Ende hier ist natürlich
so arschig. Also muss ich wirklich sagen, es war so ein fieses Ende und ich dachte, ich sterbe in dem Moment. Aber Gott sei Dank hatte ich ja den zweiten Teil schon zu Hause und ich habe wirklich, also ich habe dem Tobi, der mir das geschenkt hat, noch geschrieben, so, Gott, ich liebe dich, Dankeschön, dass du mir den zweiten Teil geschenkt hast. Weil ich musste sofort weiterlesen. Es gab keine Sekunde des Zögerns. Ich musste einfach wissen, wie es weitergeht. Ja. Und der zweite Teil ist nahtlos angesetzt an den ersten Teil, muss man sagen. Also es geht direkt weiter, als wäre nichts dazwischen gewesen. Allerdings konnte der zweite Teil mich dann leider nicht mehr so begeistern wie der erste Teil. Also ich meine, auf Goodreads habe ich ihm 3 Sterne gegeben, habe aber dazu geschrieben 3,5. Oder habe ich ihm 4 gegeben? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube aber 3. Weil, ja, dass hier jetzt alles natürlich so sehr auf die Spitze zugetrieben wird und wir erfahren halt komplett, was zwischen den beiden noch vorgefallen ist. Und natürlich sind wir auch in der Gegenwart immer noch dabei, wie Ethan versucht, alles wieder gut zu machen. Und ja, ich finde, der Fokus wird da auch mehr auf die Gegenwart gelegt. Und im ersten Teil war der Fokus mehr auf der Vergangenheit. Was irgendwie logisch ist, ganz klar, aber ich muss sagen, dass mir die Vergangenheit irgendwie besser gefallen hat als die Gegenwart, weil ich die Gegenwart, ich mochte die Cassie in der Gegenwart nicht, also die ältere Cassie, die war nicht so, ja, die jüngere hat mir einfach besser gefallen und was natürlich auch für das Buch spricht, weil Cassie ja auch was erlebt und das, was sie erlebt hat, das hat sie verändert und das zeigt sich halt auch in dem Verlauf der Geschichte und das war eigentlich schon gut. Nichtsdestotrotz fand ich natürlich die jüngere, aufgeschlossenere Cassie viel besser. Ja, und das war einfach so ein Zwiespalt, den ich dann hatte und ja, deswegen, aber der erste Teil hat mich einfach so, ja, überrannt und dann der zweite Teil, ja, das, ich weiß nicht, also die Entwicklung war. Ich will nicht spoilern für den zweiten Teil, ne? Also, er hat mir schon gut gefallen. Ich habe natürlich gerne beobachtet, wie es mit den Charakteren weitergeht. Allerdings fand ich das Ende. Ich habe es eigentlich erwartet, aber tatsächlich hätte ich mir ein anderes Ende erhofft, weil ich es irgendwie konsequenter gefunden hätte. Ein anderes Ende. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, das würde spoilern. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war trotzdem ein guter Band, ganz klar. Und man möchte wissen, wie es weitergeht. Das ist ein nahtloser Übergang. Und wer den ersten Band anfängt zu lesen und total begeistert ist, dem würde ich auf jeden Fall raten, den zweiten gleich zu holen, weil man natürlich schon wissen möchte, wie es weitergeht. Und ja. Ja, auf jeden Fall große, große Gefühle. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn ihr das schon gelesen habt, würde mich unglaublich interessieren, wie ihr das empfunden habt. Ich habe auf Goodreads einige Rezensionen gelesen und fand das echt interessant, wie so unterschiedlich die Meinungen dazu waren. Also ja, gerade so ein bisschen um die Handlung herum, dass da einige halt schon meinten, ja, dass ihnen das und das nicht gefallen hat und dass sie das nicht vertretbar fanden und das total genervt hat und so. Und es ist interessant, weil ich mir das im Nachhinein durchgelesen habe und gedacht habe, ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Mir ist das zwar aufgefallen und deswegen auch dieser halbe Stern Abzug, aber dennoch war für mich diese Emotion, die ich empfunden habe, so viel stärker, so viel positiver für das Buch, dass ich es einfach gut bewerten musste. Und dass man dann diese negativen Dinge vielleicht einfach ausgeblendet hat. Ja, und das ist ja eigentlich schön, ne? Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut. Ich fand die Bücher gut und ja, ist genau mein Thema. Und von mir deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr es nicht gelesen habt, dann könnt ihr es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's von mir in diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.